Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schön, dass ich jetzt an dieser Stelle sprechen kann, weil es war ja unsere Fraktion, die mit einem Schreiben an den Präsidenten des Hessischen Landtags deutlich gemacht hat, dass wir die Diskussion um diesen Verkauf für so wichtig erhalten, dass wir auch nach der Diskussion im Haushaltsausschuss hier und heute noch einmal darüber diskutieren. Herr Kollege Schalauske, ich nehme nicht an, dass das jetzt Kritik war am Präsidium. Dann ist ja in Ordnung. Dann sind wir klar. Kannst du weitermachen. Im Gegenteil, es war ja eine Unterstreichung der Entscheidung des Präsidenten. Also, die Diskussion um die Veräußerung dieser beiden Liegenschaften ist so wichtig, dass sie hier und heute in den Hessischen Landtag gehört. Und um es noch einmal sehr konkret zu machen, bitte ich Sie alle, stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Ihnen gehört privat eine Liegenschaft. Diese wollen Sie umweltgerecht sanieren. Das sind ja die Zeichen der Zeit. Für dieses Ziel aber verschenken Sie Ihren Besitz an ein privates Unternehmen und mieten es anschließend zurück. Klingt merkwürdig, finde ich auch. Würden Sie alle wahrscheinlich nicht machen, ich auch nicht. Das Problem, genau so ein Geschäft schlägt die Landesregierung hier nun vor. Und dieses Geschäft zum Schaden der hessischen Steuerzahler werden wir entschieden ablehnen. Der Finanzminister will die Liegenschaften der Bereitschaftspolizeien in Kassel und Mülheim zunächst an einen privaten Investor verkaufen und dann in einem PPP-Projekt 30 Jahre lang zurückmieten. Der private Investor soll, das ist gesagt worden, im Gegenzug die Gebäude energetisch sanieren und dem Land dann zur Nutzung bereitstellen. Jetzt könnte man schon hier die Frage stellen, warum das Land Immobilien, die es weiter nutzen will, überhaupt verkauft. Aber das Geschäft, das wird noch merkwürdiger. Denn wenn die Gebäude tatsächlich modernisiert worden sind, der Kollege Decker hat es gesagt, wird das Land den Kaufpreis an den Käufer als Baukostenzuschuss zurückerstatten. Kurz gesagt, das Land verschenkt die Liegenschaften und mietet sie dann zur weiteren Nutzung zurück. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Bei solchen Geschäften, ich habe mir gedacht, bei solchen Geschäften im Lande Hessen, da sollte man am besten selbst ein Unternehmen zur energetischen Modernisierung aufmachen. Es winken dank der schwarz-grünen Landesregierung fette Gewinne. So schaut es aus. Und wir haben 2016, darauf ist ja auch hingewiesen, danach gefragt, ob wir die Zahlen zu der Wirtschaftlichkeit dieses Geschäfts bekommen können. Wir wollen die Zahlen, die die Wirtschaftlichkeit dieses Geschäfts belegen können, gerne einsehen. Damals war die Antwort des Finanzministers, man wolle das prüfen. Passiert ist es aber nie. Auch letzte Woche, als ich im Ausschuss noch einmal beantragt hatte, das Gutachten einzusehen und deswegen die Beschlussfassung zu vertagen, hat man uns keinen Einblick in die Zahlen gewährt. Mit anderen Worten, außer den Behauptungen des Finanzministers, dass es einen wirtschaftlichen Vorteil für das Land gäbe, haben wir bis heute keinen einzigen Beleg, dass es sinnvoll sein könnte, öffentliches Eigentum zu verschenken und anschließend die Nutzung für die Miete zu zahlen. Ich finde, ein abenteuerlicher Vorgang. Ja, und die Stadt Mülheim, in der sich eine der beiden Liegenschaften befindet, hat ja mittlerweile deutlich gemacht, dass sie mit dem Gelände ganz andere Pläne hat als die Landesregierung und der private Investor. Ich glaube, hier wäre es einmal hilfreich gewesen, sich auch mit der Stadt und der betroffenen Kommune ins Benehmen zu setzen. Das scheint die Landesregierung nicht getan zu haben. Und wenige Wochen, nachdem hier die Landesregierung erklärt hat, die katastrophalen Leo-Privatisierungsprogramme endlich zu evaluieren, soll nun der Landtag ein weiteres Privatisierungsprojekt der Landesregierung absegnen, ohne jedoch die Zahlen des Geschäfts geprüft zu haben und auch ohne eine Bewertung durch den Rechnungshof für dieses Projekt vorliegen zu haben. Und während Sie uns als Abgeordnete überhaupt nicht ausreichend über die Rahmenbedingungen dieser unvorteilhaften Geschäfte ins Bild setzen, waren Sie selber dabei sehr leicht dabei, Geld für diese Privatisierung auszugeben. Schon das Verfahren, diese Privatisierung in Gang zu setzen, hat 4,7 Millionen € gekostet. 4,7 Millionen € an Steuergeldern. Und sollte der Landtag dem Geschenk nicht zustimmen, dann drohen auch noch weitere Zahlungen in Millionenhöhe. Na, das sind ja tolle Geschäfte, die Sie hier organisiert haben.
Ich bleibe dabei. Niemand kann guten Gewissens einem solchen Geschäft zustimmen, ohne auch nur die Möglichkeit zu haben, wenigstens in die Gutachten der Landesregierung Einsicht genommen zu haben. Geheimgutachten, die einem Geschenk an einen privaten Investor die Wirtschaftlichkeit bescheinigen, die können keine Entscheidungsgrundlage sein. Und deshalb beantragen wir hier die namentliche Abstimmung. Ich finde, die Öffentlichkeit hat es verdient zu sehen, wer in diesem Haus öffentliches Eigentum verschenkt und sich nicht einmal die Mühe macht, die Regierung dabei zu kontrollieren.